Nachtschicht im Oberharz. Seit 8 Stunden dreht Michael Sulis seine Runden im Pistenbully, mitten im Tiefschnee, in Einsamkeit und Kälte. Erstmal, das ist natürlich ein schönes Spielzeug, also sagen wir mal schon so ein richtiges kleines Männerspielzeug. Und zum anderen machen wir das ja nun jetzt nicht so aus Spaß, sondern um hier für die Touristen und die Urlauber die Langlaufloipen hier im Nationalpark zu spuren. Ich weiß, dass es jetzt eine ganze Menge Schnee gegeben hat. Man muss sich vorstellen, das ist ja hier eine Forststraße runter. Und da kann es schon mal sein, dass hier so ein kleiner Felsen rausragt und so weiter. Da muss man natürlich aufpassen, wenn wenig Schnee ist, dann geht das natürlich nicht so in der Form. Das Schieben mache ich jetzt auch nicht aus Spaß. Man sieht das ja schon, weil das so ein bisschen hängt hier, die Loipe. Um die wieder ein bisschen hochzukriegen, schiebe ich den Schnee jetzt von der einen Seite zur anderen Seite. Und in der Hoffnung, dass das nachher wieder gerade wird. Seit 4 Jahren spurt er den Schnee im Nationalpark. Knapp 70 Kilometer, fast jede Nacht. Seine Gegner? Routine und Müdigkeit. Fahren alleine ist gar nicht mal das Problem. Das Problem ist dann immer, sich auf die unterschiedlichen Schneeverhältnisse einzupassen, damit dann wirklich die Spur und der Schnee sich ordentlich vermischt und man eine gute Spur dann praktisch für die Langläufe, also für die Loipe hinkriegt. Das ist das bisschen knifflige, aber da gibt es auch keine Prüfung oder irgendwas, wie man das macht. Das muss man selber rausfinden. Dann, du hast eine ganze Menge Möglichkeit und Verstellmöglichkeit hier an der Maschine, um das Optimum dann im Grunde genommen rauszuholen. Bei Tag wimmelt es hier von Skifahrern und Wanderern. Darum ist Michael meist nachts unterwegs. Sein Revier ist Torfhaus. Nirgendwo sonst im Norden gibt es so viel Schnee. Es ist in der Tat schon manchmal so ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn jetzt extrem Schnee ist und wir fahren los, dann ist es in der Tat schon so, dass man, wenn man zurückkommt auf seiner gleichen Spur, alles wieder zugeschneit ist und man sagt, Menschenskinder, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Aber gut, wir sind über jede Schneeflocke froh, die hier im Harz fällt. Da muss man eben nochmal drüber fahren und der Kollege, der dann als Nächste dran ist, der freut sich dann auch, dass er dann wieder durch den Neuschnee fahren kann. Der nächste Morgen. Die ersten Harzbesucher sind früh auf den Beinen und den Skiern. Es wird bald voll auf den Loipen. Mehr als 6 Millionen Übernachtungsgäste zählt der Harz pro Jahr. Nur wenige von ihnen aber ahnen, wem sie die frischen Spuren hier zu verdanken haben. Michael hat endlich Feierabend. Die ganze Nacht war er unterwegs. Sein Zuhause ist das Odertal, mitten im Wald, ein paar Kilometer hinter Braunlage. Ja, hast du schon gewartet, ja? So. Jetzt machen wir erstmal Feuer ein. Wenn er jetzt im Winter nach Hause kommt, ist außer seinem Hund Keks niemand da. Denn Michaels Frau Silke und Sohn Jonas sind längst bei der Arbeit. Ich bin eigentlich ein Wintermensch, aber zu extrem darf es auch nicht sein. Also heute Nacht waren es, ich glaube, minus 18 Grad. Und, das ist schon extrem, aber ansonsten mag ich den Winter und auch die Kälte. Es gibt nichts Schöneres. Oh, ja, das ist schön, ne? Wärme, oh ja. Rund ums Haus nur Wald und Berge. Bis zum nächsten Handynetz sind es fast 4 Kilometer. Umso wichtiger, die persönlichen Kontakte zu pflegen. Eine Woche später, Sonntag, Besuch im Haus. In der Nacht war Michael mal wieder unterwegs. Morgen! Ah, oh, die Brötchen sind da! Die Brötchen sind da! Habt ihr schon gewartet? Ja. Tee ist auch fertig.
Dann müssen wir noch eben gucken, ob das Teelicht schon an ist. Dann können wir das auch schon draufstellen. Michaels Frau Silke hat ihre Schwester zum Kurzurlaub eingeladen, samt Anhang. Wie war denn deine Fahrt heute Nacht? Ja, hat ein bisschen geschneit, war ein bisschen stürmisch gewesen. Ja, gerne, klar. Und, aber im Großen und Ganzen alles okay. Also ja, hat Spaß gemacht, ja. Die Schwestern stammen aus der Wesermarsch. Für ihren Michael ist Silke vor 20 Jahren in die Harzer Wälder gezogen. Aber es ist immer schön, ne? Wenn so Besuch da ist. Dann sitzen wir echt mal zusammen. Sonst frühstücken wir ja nie. Weil Jonas ist nicht da, Michael geht vor mir weg, ich gehe als Letztes. Und eigentlich, wenn wir uns dann mal treffen, also Michael und ich morgens, dann trinken wir nur einen Kaffee und dann geht jeder zur Arbeit. Und so Frühstück ist eigentlich selten. Sag mal, hatten wir nicht da irgendwie, habe ich da nicht irgendwo diese echten Nordseekrabben gesehen? Ja, hier. Die Welt, also da sind das alles. Ne? Ja, von Feder war das hier. Wirklich? Oh. Ja, natürlich. Mitgebracht. Wir sind extra um 6 Uhr aufgestanden und haben die gepoolt. Ja. Kann ich nochmal rüber rein, bitte? Danke. Seit 2009 lebt die Familie hier draußen. Für sie war es von Anfang an das Traumhaus. Silkes Schwester Frauke aber will zurück nach Hause an die Weser. Der Urlaub ist vorbei. Oh, voll Schnee. Nee, das wäre mir zu einsam. Also man muss ja auch wirklich für alles fahren, was man so hat. Und auch der Winter hier, das ist ja schon auch ein heftiger Winter mit viel Entbehrung auch, mit viel Einschränkungen. Das wäre so nichts für mich. Wir kommen hier gerne her, meine Schwester wohnt ja hier. Wir machen hier gerne mal ein paar Tage Urlaub und dann ist es das auch für uns. Der 17-jährige Sohn Jonas bleibt noch ein bisschen. Er macht gerade eine Ausbildung in Clausthal. Weil es hier draußen aber kaum Busverbindungen gibt, haben ihm seine Eltern dort für die Wochentage ein Zimmer gemietet. Seit seinem Auszug ist es hier noch stiller geworden. Es kommt ja immer drauf an, wenn man mit sich selber was anzufangen weiß, dann ist es ja, glaube ich, ganz egal, wo man wohnt. Und wenn wir jetzt mal wegfahren, zum Beispiel mit meinen Schwestern besuchen wir uns ja auch, dann ist es auch toll. Aber wenn wir dann wieder im Auto sitzen und auf dem Weg nach Hause sind, sagen wir immer, ah nee, da möchten wir aber auch nicht wohnen. Weil das ist dann auch so dicht, die haben dann immer vorne Nachbarn, neben Nachbarn, hinten Nachbarn. Und das ist man ja eigentlich nie alleine. Dann hört man den anderen husten und sonstiges. Und hier, wenn wir draußen sitzen, und dann ist es manchmal, hört man ja auch gar nichts. Dann sagen wir mal, hier hör mal, und man hört nichts. Und das ist doch auch, finde ich, immer so ein bisschen Ausgleich zum Leben. Nee, als Einsiedler sehe ich mich wirklich nicht. Das ist auch gar nicht mal naturell. Also ich brauche schon Menschen um mich. Und sicherlich wohnen wir in einer Einsamkeit in dem Falle, aber Einsiedler bin ich damit nicht. Oh, hier Keks, guck mal, das ist ja ein schöner. Da sehe ich ja schon eine Eule drin. Was meinst du? Das wäre doch ein tolles Ding hier. Ja, da müssen wir mal fragen. Der ist doch super. Seit 30 Jahren ist Michael Forstwirt im Harz. Beim Bäumefällen hat er sein Talent als Bildhauer entdeckt. Als Oberharzer Kettensägenschnitzer bessert er die Familienkasse auf. Vieles läuft auf Bestellung. Sein Bestseller aber ist Ein Baum. Hier die Harzer Fichte gehört natürlich zu meinem Leben. Das ist eigentlich der Mittelpunkt meines beruflichen Lebens letztendlich auch. Aber wenn man hier groß geworden ist, dann ist man mit Bäumen sozusagen groß geworden. Und da hast du natürlich schon eine Beziehung dazu. Und als gebürtiger Harzer, als gebürtiger Oberharzer muss das natürlich sein. Am gleichen Abend. So oft es geht, versucht die Familie Zeit zu dritt zu verbringen, zum Beispiel beim Eishockey gucken. Das war zumindest bislang so. Nee, Jonas geht ja hier rein. Wieso? Die sind hier. Lukas hat hier schon einen Tisch für die organisiert.
Gehst du jetzt hier rein? Tschüss. Bis später. Bis denn. Mach's gut. Ja, der hat seine Kumpels von der Ausbildung da, die treffen sich auch immer hier. Und das ist verständlich, ich glaube mit 17, fast 18. Lassen wir ihn mal ziehen. Und seinen Spaß haben. Das ist schon zu peinlich, wa? Ihr Herz schlägt für die Mannschaft aus Braunlage, die Harzer Falken. Beinahe jedes Wochenende kommen sie ins Stadion. Es fängt schon an, wir sind voll zu spät heute. Heute geht es gegen einen Favoriten aus der Oberliga Nord. Ja, wollen wir mal sehen, ob sie es packen. Ja. Das wird schwer. Ja. Oh. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Schön. Die beiden sind Kälte gewöhnt. Heute minus 18 Grad. Wintersport gehört für mich eigentlich zu meinem Leben dazu. Ich habe ja schon als Zweijähriger auf Ski gestanden und ich glaube mit 3 Jahren auf Schlittschuhen. Und das ist einfach, das ist ein Muss. Ja, super. Und auch Silke kommt hier auf ihre Kosten. Oh, hat er voll abgekriegt da. Naja, erstmal ja, weil es Mannschaftssport ist, das mache ich gerne, weil das ja auch ein bisschen härter zur Sache geht. Da ist auch mal schubsen und hauen und dann letztes Mal war ganz viel Blut auf dem Eis und so. Und wenn das da schon ein bisschen zur Sache geht, dann ist ja auch nicht langweilig. Nur leider stimmt noch nicht das Ergebnis. Kurz vor Schluss liegt Braunlage zurück. Ja! Hey! Und dann aber doch der Anschlusstreffer. Oh. Lange drauf gewartet. Und dann ein neuer Spielstand. Harte Falken! 1-0! Aber leider zu spät. Die Harzer verlieren am Ende gegen den Favoriten. Ah ja. Soll nicht sein. Immer wenn ich mitgehe, verlieren die. Ich glaube. Jetzt, wo du es sagst, bleibst du nächstes zu Hause so. Ja, ein Sieg wäre schöner gewesen, ne? Aber ist schon okay. Es hat sich gelohnt, herzukommen. Naja. Ich denke eher nicht. So manches ist immer gleich hier und dann. Schade eigentlich. Ja. So. Ja. Den Sohn einsammeln. Dass Sohnemann Jonas das Spiel lieber mit seinen Kumpels sehen wollte als mit seinen Eltern, geschenkt. Dafür wäre es doch jetzt Zeit für einen gemütlichen Abend zu Hause. Eigentlich. Hast du alles? Ja, ich habe Kaffee, mein Brot. Doch Michael muss raus zur Nachtschicht. Es ist 22 Uhr. Ja, okay, schätze, dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss. Schlaf gut. Wenn wir jetzt so Tage haben, wo es jetzt nicht allzu doll schneit, dann fahren wir abends los in den Morgen rein. Wenn es jetzt aber doll schneit, dann fahren wir in der Nacht los und in den Morgen dann. Das ist so der Plan eigentlich. Tag ein, Tag aus. Und es schneit jetzt nicht allzu doll. Von daher denke ich mal und starten jetzt. Michael hat feste Routen. Mit 180 PS geht es durch den Schnee. Weit und breit ist jetzt kein Mensch mehr unterwegs. Allein ist Michael trotzdem nicht. Ich finde das auch so schön, durch die Nacht zu fahren. Sieht man die Schneekonturen besser. Das ist besser als am Tag. Auch wenn die Sonne noch scheint, dann kann man eigentlich nur eine weiße Fläche sehen, während jetzt das wirklich herrlich zu erkennen ist auch. Und lustig ist auch immer, wenn man dann die Fichten hier so betrachtet, jetzt diese tief verschneiten Fichten,
da kann man schon das ein oder andere, den ein oder anderen Gnom sehen oder ein kleines Monster. Das sind alles so Sachen, die man tagsüber überhaupt nicht sieht. Und ich finde das so toll, denn tagsüber der Tourist, der hier auf der Langlaufloipe oder der Urlauber läuft, der kriegt das so ja eigentlich gar nicht mit. Michael ist 54, die Nachtschicht schlaucht. Irgendwann kommt der tote Punkt, dann muss er aufpassen, wach zu bleiben. Ja, der stille Winterwald muss manchmal ganz schön herhalten. Da wird dann auch schon mal lautstark AC/DC gehört. Und natürlich, das gebe ich auch zu, natürlich auch so ein kleines Aufputschmittel, wenn du hier 8 Stunden drauf gesessen hast, um ein bisschen wach zu bleiben auch. Und je müder man wird, umso lauter wird es dann manchmal auch. Der Harz hat über 500 Kilometer Langlaufloipen. Bei Neuschnee ist Michael fast jede Nacht draußen. Heute aber hat er frei. Es ist wieder Wochenende, Ausgehzeit. Ah, das Wichtigste brauche ich ja noch. Michael ist Country-Fan. Jetzt können wir los. Okay. Tschüss, Joni. Tschüss, Jonas. In Bad Lauterberg steht eine echte Cowboy-Ranch mit Live-Musik. Für Michael und Silke ist dies auch ein Ort, um Leute zu treffen. Hi. Hi, grüß dich. Und? Ja, alles klar? Ja, moin. Und selber? Ich habe schon erste Stück geschnitzt, so aus meinem Ding. Ja. Western-Fans sind hier unter sich. Ein eingeschworener Kreis, zu dem sich Michael hingezogen fühlt. Silke aber kommt vor allem ihm zuliebe mit. Denn beim Thema Musik liegen die zwei nicht auf einer Welle. Das macht mich aggressiv mit der Zeit. Das mag ich nicht. Dann ist es mir auch langweilig und dann komme ich da auch nicht in Schwung. Dann sitzt man hier und dann fragt man. Ich mag nur was Schnelleres, aber hier auf der Ranch werden ja auch andere Events gemacht. Jetzt so nur Country, so. Nee. Nicht den ganzen Abend. Als Urharzer, sage ich mal, hat doch das irgendwas. Und wenn du dann noch Country-Musik magst, wo willst du anders hin, ne? Kennengelernt haben sich Michael und Silke vor 20 Jahren bei einer Feier auf Torfhaus. Liebe auf den ersten Blick. Für beide war klar, dass sie im Harz zusammenleben wollen. Ich könnte genauso leben wie du. Also in einem ganz, ganz kleinen Ort abgeschieden. Hallo, du hast ein Auto, du bist mobil, du kommst überall hin. Ja, und auf alle Fälle. Ist ja im Grunde genommen nichts auf. Also Freunde bleiben Freunde, auch wenn du diese paar Kilometer weiter weg wohnst. Was soll das? Manni, mach bitte noch mal 3 von dem anderen. Selbst für Harzer Verhältnisse lebt Michael weit ab vom Schuss. Und er weiß nur zu gut, ohne seine Silke würde er es nicht aushalten. Jo, das stimmt. Aber früher habe ich unterhalb von Torfhaus gewohnt. Da standen in der Tat nur 6 Häuser oder irgendwas. Aber ich hatte damals eine Freundin, die mochte das. Naja, und dann haben wir da 12 Jahre gewohnt, mittlerweile geheiratet dann zwischendurch. 2 Kinder gehabt und so weiter. Und dann bin ich von dort wieder nach Sonnenberg gezogen, da war es noch einsamer, da wohnten wir ganz alleine. Klar. Und dann habe ich mich von meiner ersten Frau getrennt, ich weiß nicht, ob es an der Einsamkeit lag, keine Ahnung. Aber da gehören ja immer 2 dazu. Und dann habe ich die Silke kennengelernt und die ist auf dem ähnlichen Trip. Und von daher, du brauchst also, wie du eben schon richtig gesagt hast, der Partner muss mitziehen. Ja. Sonst läuft da gar nichts. Das ist völlig klar. Alles gut? Tschüss. Mhm.
Prost. Du Arme musst immer fahren, ne? Ja, ich muss dich hier immer fahren. Letzte Nacht gab es Neuschnee, und zwar nicht zu knapp. Seit dem frühen Morgen dreht Michael seine Runden. Inzwischen ist es Vormittag, doch ein schnelles Ende ist nicht in Sicht. Ich schätze mal, wir haben jetzt hier eine Schneehöhe von bestimmt so 35, 40 cm, also gut zum Spuren. Und wir fahren erstmal gerade rein. Ich versuche jetzt hier auch mal so ein bisschen schon mal gerade zu machen mit unserem Schild vorne. Und dann sieht man wunderbar, dass sich hier die schöne Welle aufbaut. Da müssen wir uns immer ein bisschen konzentrieren hier, damit wir uns nicht festfahren. Das ist schon eine ganze Menge Schnee, wo wir jetzt hier sind. Und das ist dann auch so ein bisschen anspruchsvoller mal. Ich freue mich immer, wenn man mal solche Arbeiten hat, wo man mal ein bisschen schieben kann, weil so ein bisschen die Konzentration auch wieder fördert. Wenn du dann 8 Stunden nur fleißig geradeaus fährst, dann freust du dich, wenn du mal einen Schneeberg wegschieben kannst. Und dann freue ich mich jetzt gerade, dass wir das hier, dass ich das hier eben gerade machen könnte. Jetzt sind überall Skifahrer unterwegs. Vorsicht ist also angesagt. Wären zum Beispiel diese Skiläufer nicht hier, würde ich im Winter eben nicht hier auf dieser Maschine sitzen. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass das, was wir hier tun, unheimlich wichtig ist auch. Von daher sehe ich sie schon als Kunden an, völlig klar. So, und damit wir diese Kunden jetzt auch behalten, müssen wir hier langsam dran vorbeifahren. Es ist relativ eng, die stehen da schon halb am Graben. Dass wir die nicht in den Graben schubsen. Ja, das freut mich natürlich auch immer besonders, wenn man dann im Rückspiegel sieht, dass die Leute in diese frisch gespurten Loipe gehen und zufrieden sind. Und wir haben das so oft auch insbesondere natürlich, wenn man tagsüber fährt, dass die Skiläufer applaudieren, wenn man kommt und. Und was ist eine bessere Bestätigung für die Arbeit, für das Tun, was man macht, wenn man am Rande der Loipe sozusagen Beifall geklatscht bekommt. Das finde ich immer unheimlich toll. Zur gleichen Zeit hat auch Silke alle Hände voll zu tun. Sie ist die Küchenchefin im Schullandheim auf Torfhaus. Petra, kannst du noch mal bitte eben das Gulasch umrühren? Seit 4 Uhr ist Silke auf den Beinen, denn sie musste Michael zur Arbeit fahren. Die beiden haben nur ein Auto. Doch auch wenn es stressiger geworden ist, seit Michael Pistenbully fährt, auf ihren eigenen Job will Silke nicht verzichten. Nur zu Hause? Nee, das hätte ich auch nicht gewollt oder das war für uns auch nie eine Option. Also das war klar, als ich Jonas gekriegt habe, war ich die 3 Jahre zu Hause, habe ich ja Erziehungsurlaub genommen, aber dann war das für mich ganz klar, dass ich dann auch wieder arbeite. Und ich möchte eigentlich auch, dass ich für mich selber sorgen kann. Kann ja auch irgendwie mal was passieren, soll ja nicht, aber dass ich schon selber und für später ja auch. Währenddessen freut sich Michael über seinen Zweitjob im Pistenbully. Denn als Forstwirt hatte er früher im Winter kaum Arbeit. Im Schnee lässt es sich eben schlecht Bäume fällen. Von seiner Erfahrung kann er trotzdem auch hier profitieren. Zum Beispiel, was den Umgang mit Werkzeug angeht. Ja, ist ein Baum über die Loipe gestürzt. Gott sei Dank ist ein dünnerer. So dass ich den mit meiner Handsäge hier versuche mal zu beseitigen. Guck mal, liegt da ganz schön Schnee. Das sind so die Kleinigkeiten, die Überraschungen, die einem dann zwischendurch
mal ereilen. So, das Problem ist gelöst. In Zeiten des globalen Klimawandels ist selbst im Oberharz kein Winter mehr garantiert schneesicher. Trotzdem hofft Michael, dass er diesen Job noch lange machen kann. Ja, ich mache diesen Job im Winter seit jetzt mittlerweile 4 Jahre, also 4 Winter. Und macht mir unheimlich Spaß. Also ich bin da richtig scharf schon eigentlich drauf, wenn jetzt so Weihnachten vor der Tür steht und der erste Schnee fällt, dann freut man sich schon wieder darauf, hier zu fahren. Und wir hatten jetzt 2 Jahre, dass Weihnachten und Neujahr vergangen ist, ohne dass wir hier Schnee hatten. Und das fehlt einem dann schon so ein bisschen. Für heute ist erstmal Schluss. Jetzt geht's zurück nach Torfhaus. Dort würde Silke auch gern schon Feierabend machen, aber noch ist es nicht so weit. Gleich kommt die erste Schulklasse zum Mittagessen rein. Komm, machen wir jetzt eben fertig, weil die Kinder kommen jetzt mit dem Bus an und dann können wir das schon so machen. Heidi, kannst du eben die Frikadellen mit rein tun für vegetarisch? Ehrenamtlich ist Silke auch noch Chefin am Sozialgericht. Für das, was ihr wichtig ist, nimmt sie sich die Zeit. Also mein Meister habe ich gleich nach der Lehre gemacht. Dachte ich, muss ja mal so viel arbeiten, so als Hauswirtschafterin. Dachte ich, dann mache ich meinen Meister. Und dann kann ich so schön im Büro sitzen. Dann gucke ich so in die Küche und habe so alle unter mir. Und dann kann ich sagen, ja, nein, mach mal dies und das. Und so im Laufe der Zeit hat sich das natürlich total völlig naiv, wie ich war. Du bist für alles zuständig und verantwortlich dann ja auch noch, wenn du so einen Job hast. Aber so war früher damals so mein Gedanke. Er ist voll geil, so Meister, passt das sagen oder so. Aber der Rest gehört leider auch dazu. Kurz darauf ist Michael da, um Silke abzuholen. Sein Pistenbully parkt schon in der Garage. Hi. Na, oh, das war ja ein langer Tag, das was? War wirklich ein langer Tag. Jetzt bin ich auch froh, dass Feierabend ist. Gut, dann kommen wir nach Hause. Ja. Ich zieh mich eben um und dann kommen wir los. Okay. Hast du noch Kaffee fertig? Nee, nicht mehr. Na gut, dann machen wir zu Hause. Okay, gut. Winter im Harz. Noch 4 Wochen, dann ist es mit der Aussicht auf Schnee selbst hier oben vorbei. Dann muss Michael wieder fast 1 Jahr warten. Einmal Harzer, immer Harzer. Ich bin hier geboren und liebe den Harz und auch den Winter natürlich jetzt. Diese ganze Vielfältigkeit in der Natur, das erlebt man hier natürlich. Und das finde ich unheimlich schön und bin stolz, auch hier ein Harzer zu sein. Also das ist meine Welt.